So, ganz kurzes Video. Das, was man im Hintergrund sieht, ist das, was ich die letzten paar Tage so, letzte Zeit so gemacht habe. Als ich Zeit hatte, ich habe versucht herauszufinden, warum dieses erste Spiel, warum das ständig warum sich das nicht installieren lässt und Probleme und ja, mehr oder weniger habe ich es rausgefunden mit diesem Projekt, wo ich es getestet habe. Ich bin darüber gestolpert, dass es der Plugin-Mechanismus für Android geändert wurde und halt noch ein bisschen was anderes. Ja, habe ich jetzt halt das kleine Projekt hier, um Android-Werbung zu testen, das Modul, ja, ist ein bisschen Werbung, kleines Memory-Spiel. Es wird dann. Derzeit sind nur 3 Level verfügbar. Das wird dann noch erweitert. Zumindest ist das der Plan. Und zwar ist der Plan, das Ganze halt zu erweitern mit einem Mehrspieler später noch. Wo bis zu 4 Spieler spielen können an einem Gerät. Erstmal Android und Tablet. Und dann halt noch ein paar zusätzliche Level. Später eventuell werde ich mal noch schauen, vielleicht werde ich das Projekt gleich noch nutzen am Ende, um auf dem PC mal einen Multiplayer online zu schauen, wie das funktioniert über dieses Projekt. Und ja, so, ich werde, denke ich, morgen das nächste Update zu dem Projekt bringen, mit noch ein paar mehr Level. Und ja, das war's eigentlich schon. Und ich hoffe, ja, ich hoffe, ich habe die Zeit dran zu arbeiten, und weil ich momentan in Bereitschaft bin, was die Arbeit angeht, hoffe ich, nerven die mich nicht und ich kann ja erweitern und dann eine Fehlersuche bei dem anderen Projekt gehen, so dass ich die Android-Version von dem anderen Projekt auch dann fertig kriege. Ja, das war's eigentlich schon. Ja, ich hoffe, ich habe nichts vergessen und ich hoffe, ihr habt halt viel Spaß mit dem Projekt. Eine Sache habe ich doch noch vergessen. Es könnte sein, dass an der einen oder anderen Stelle der Level-Timer noch nicht richtig eingestellt ist. Gerade bei den, wenn es dann größer wird, dass es da noch nicht richtig getimed ist. Da muss ich erst bis, denke ich, morgen nachgearbeitet haben. Und vielleicht werde ich noch den einen oder anderen Sound einfügen. Zum Beispiel, wenn man eine Runde gewinnt oder verliert, wäre ja nett, das noch tonmäßig zu unterlegen. Ja, das war's jetzt. Zumindest. Denke ich, hoffe ich, sollte, müsste, könnte. Jetzt habe ich doch was vergessen. Die Links, wo man es kriegt. Als erstes mal, ich habe einen Link unter dem Video, da kann man es einfach runterladen. Beziehungsweise habe ich auch einen Link zu meinem Shop, da gibt es irgendwo einen Neuigkeiten, da gibt es irgendwo einen Beitrag, da ist noch ein Link versteckt, da ist noch am Ende ein Link, wo man es runterladen kann, beziehungsweise bei den Produkten in der Beschreibung ist auch ein Link. Der Grund ist, das Spiel finanziert sich über Werbung und da will ich keine persönlichen Daten oder so. Das, ja. Die persönlichen Daten brauche ich halt nur zur Abwicklung von normalen Zahlungen, wenn irgendwas was kostet. Aber wenn Werbung drin ist, kostet es nichts. So, jetzt war es das aber.